Herr Ströter, was sind die Trends in der Radiologie, die man hier auf dem Röntgenkongress 2024 zu sehen und zu hören bekommt? Ja, das sind natürlich mehrere Trends, die wir hier mitgebracht haben und auch hier präsentieren. Einmal unglaublich viele unterschiedliche KI-Lösungen, die wir in unser PACS integriert haben, um es dem Radiologen einfach einfacher zu machen. Stichwort hier Lungenrunderkennungen, aber auch Prostata-Krebserkennung. All das haben wir hier mal präsentiert. Zweitens ist hier unsere neue Plattform, die Pionity, zu erwähnen, die natürlich auch dann künftig Cloud-ready ist, sondern nicht nur Cloud-ready, sondern nativ für die Cloud erschaffen wurde. Das haben wir hier auch sehr eindrucksvoll gezeigt. Und was interessant ist, sind, wie wir auch in dem Radiologie-Informationssystem die Zukunft sehen. Stichwort hier strukturierte Befundung und viele, viele andere neue Module, die wir entwickelt haben und hier präsentieren durften. Wie kommen denn diese neuen Entwicklungen bei den Rollenkongress-Teilnehmenden an? Also ich muss sagen, mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe und wo wir hier die Sachen neu präsentiert haben, waren doch alle sehr stark beeindruckt von dem, was Daedalus in dem letzten Jahr entwickelt hat. Und wir hoffen natürlich, wir sind aber noch nicht fertig. Die Reise geht noch viel weiter. Alles, was mit Künstlicher Intelligenz zu tun hat, wird in den nächsten Jahren den größten Stellenwert bei uns einnehmen.